der Dario, hört der Reggae. Den Dario habe ich ja auch vor 2 Wochen das erste Mal wieder gesehen. Ja. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er 14 war. Der ist gut drauf, Dario. Ja. Der ist echt gut. Aber ich meine, der war 14, der ging mir bis zu meinen Nippeln wert. Und ja. Jetzt, ja, guck mal, wie der ich bin. Wahnsinn. Ja, ich liebe Dario, deswegen ist es gut drauf. Und damals, als er 14 war, hat er zu mir gesagt, da hat er ja noch keine gehabt. Da hat er da unten irgendwas Zerzaustes gehabt. Sagte er. Ich werde Elektriker und ich lasse mir Rasters wachsen. Jetzt habe ich ihn wieder gesehen, der Elektriker, und hat sich Rasters wachsen lassen. Echt gut. Aber er wohnt noch da oben in seinem Kinderzimmer oder was? Er wohnt noch da, aber ja, er hat jetzt auch einen Bus. Cool. Ja, einen großen Bus. Den hat er, ja, ist ja auch mit dem manchmal unterwegs. Manchmal schläft er auch im Bus. Und, ja. Cool. Hat sich schon so ein bisschen abgenippelt von der Bärbel. Ja, ich glaube, es ist jetzt. Aber es ist auch, die haben eine gute Beziehung zusammen. Ja? Es ist nicht ja, so, dass ja. Bärbel sagt, was machst du das? Ja, ja, das, okay. Wirklich, na, so war es aber noch nie wirklich. Ja, manchmal, das, aber das hat er noch sein das, müssen. Ja. Manchmal zu Stress. Aber er möchte bleiben. Also nicht wie die Julika, die hat es ja irgendwie weggezogen. Ja, von die, dort. Die Julika, die ist ein Bärenstadtmensch, aber ich glaube, Dario wird im Campo bleiben. Ja. Weil der liebt auch die Stille da oben und die Natur. Cool. Und das, ja. Ja, cool. Wow. Ja. Gott, war der klein. Also. Hier gibt es sogar irgendwie so Kolibris, habe ich mal gelesen. Was? Ganz kleine, winzige Kolibris gibt es hier, habe ich gelesen. Neulich. Ja? Ja. Die Rachel wird jetzt im April, geht die für 2 Jahre auf eine Reise. Welche? 2 Jahre? Deine Rachel. Deine Rachel? Meine Ex, weil die haben. Und das Kind bleibt bei dir? Nee, das Kind ist ja auch schon Mann. Der ist ja 22. Moment, weißt du, Moment. Rachel, die Rachel. Ah, ich verwechsel die. Das ist die Nicole, die Mutter von Aurel. Nee. Die Mutter von Aurel ist die Nicole, aber ich war ja mit Rachel zusammen. Nicht mit Rahel. Die Schwester von Adi ist ja Rahel. Ja. Und ich war ja mit Rachel zusammen. Rothaarig? Nee, das Rothaarig. War Nicole. Das war Nicole. Rachel Gott, mit langen Haaren. Nee, ich hatte gar nicht so viele Frauen. Doch. Nee. Die hat ja auch auf dem Platz gewohnt irgendwo. Welche war das, die da auf dem Platz gewohnt hat in so einem Bus? Ja, das war die Rahel. Ah, du bist doch richtig in Erinnerung. Ja, ja, okay. Lange Haare. Genau. Und du hast genau. Gefunden, das sei die schönste Frau, die es gibt. Ja, genau. Ja, 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 die auf dem Platz gewohnt hat. Das ist genau. Eine schöne Frau. Und die geht jetzt weg. Von dir? Nee, ja, nee, die geht einfach mit ihrer Freundin, ihrer Partnerin nach Fernostasien. Oh Gott. 2 Jahre lang. Welches Land genau? Einfach so rumrum. Verschiedene. Alles so. Indonesien, Vietnam. Okay.